Hallo zusammen, es gibt viele Arten, Spargel auf dem Grill zuzubereiten. Ihr wisst, was das heißt. Es ist wieder Zeit, den Grill anzuschmeißen. Und heute zeige ich euch, wie man grünen Spargel mit Bacon, Parmesan und Sonnenblumenkernen macht. Ich starte dieses Gericht in der Regel mit meinem Monolithgrill, der ist auf direkte Hitze vorbereitet. Darauf habe ich meine gusseiserne Pfanne. Und dann packen wir ein paar Sonnenblumenkerne und rösten diese leicht an. In der Zwischenzeit können wir den grünen Spargel, der muss ja nicht geschält werden, einfach direkt angrillen, dass er etwas Farbe bekommt. Nachdem dann die Sonnenblumenkerne halbwegs braun und angeröstet sind, stellen wir diese beiseite. Vorsicht dabei, dass man sich nicht die Pfoten verbrennt. Und packen den Spargel in die gusseiserne Pfanne. In der Zwischenzeit nehmen wir in dem Fall Gelderländer Frühstücksspeck. Der schmeckt sensationell gut. Und grillen den auf direkter Hitze an. Hobeln etwas Parmesan über unseren grünen Spargel. Also der Spargel liegt, glaube ich, jetzt eine gute 10 Minütchen, Viertelstunde in der Pfanne und gart vor sich hin. Ja, ruhig ordentlich Parmesan drüber reiben oder Pecorino, das geht auch sehr gut. Und in der Zwischenzeit aufpassen, dass einen der Bacon nicht verkohlt. Dann die Sonnenblumenkerne wieder darüber geben. Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen, das Ganze zu servieren. Das ist eine sehr einfache Beilage, extrem lecker trotzdem, aber gute Gerichte müssen nicht immer kompliziert sein. Wenn wir Spargel, Sonnenblumenkerne auf unserer Platte haben, gebe ich noch einen Schuss geriebenen Parmesan darüber. Danach nehmen wir unseren knusprigen Bacon und verteilen den darüber auch. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und lasst euch mit den letzten Bildern alleine. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen, drückt auf Daumen nach oben, hinterlasst mir einen Kommentar. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Ich sag schon mal Tschüss, ich bin raus, euer Markus.